Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Edison. Mein Name ist Philipp, aka Return Winner. Und in diesem Projekt schnappe ich mir ein Edison Deck, gehe damit auf die duelingbook.com Edison Ladder und kommentiere das Ganze live. Ihr seid dann dabei. Ihr seht schon, es ist dasselbe Deck wie im letzten Part, das Tournament Winning Deck von Spiral. Und dass ich dieses Deck jetzt nochmal ausgewählt habe, hat einen bestimmten Grund, denn den letzten Part habe ich ja kurz nach einem langen Livestream aufgenommen, mitten in der Nacht. Und oh mein Gott, ich habe ja so viele Fehler gemacht. Da waren illegal Plays, bei denen mein Gegner gemacht hat. Mehrere, die ich nicht gecatcht habe. Da waren ganz offensichtliche Missplays da, die ich gemacht habe. Und beide Matches, die ich verloren habe, die hätte ich absolut gewinnen müssen, weil ich entweder halt die Missplays von meinem Gegner gecatcht hätten müssen, also die illegal Plays, oder halt selber einfach vernünftig spielen. Also, und dann habe ich mir gedacht, nee, so kann ich das nicht stehen lassen. Das Deck ist zu gut dafür, dass ich es so kacke repräsentiere. Also gehen wir damit nochmal auf die Ladder. Dementsprechend erkläre ich gar nicht so viel dazu. Wenn ihr eine genaue Erklärung sehen wollt, warum man wie was spielt oder wie es funktioniert, dann guckt mal in Part Nummer 10 rein, in den Anfang. Und sonst würde ich sagen, Deckliste ist in der Videobeschreibung. Das Turnier, was der Gute gewonnen hat, der gute Spiral, ist auch in der Videobeschreibung. Verlinkt mit der Coverage und anderen Decklisten und so. Und Timestamps, Kapitel sind wie immer gesetzt. Ihr könnt also von Match zu Match springen, falls euch nur eins interessiert. Und jetzt springen wir aber auch direkt zu Match Nummer 1. Match Nummer 1 gegen Eckpaul. Eckpaul, wie man das auch immer sagen möchte. Ja, ich bin immer noch in der Low-Rated-Hölle mit 243 Rating. Ich habe ja, wie gesagt, spiele im Moment Edison wirklich nur noch, wenn ich aufnehme, gar nicht mehr privat. Deshalb, ja, spiele ich auch so schlecht. Gucken wir mal, ob wir diesmal vielleicht eine positive Bilanz mit dem Deck schaffen können. Würde ich ihm auf jeden Fall noch eine Chance geben, auch um für mich selbst mal auszuprobieren, wie spielt sich das Deck eigentlich. Und ist das vielleicht etwas, was ich, wenn ich mein eigenes Gladi baue, ein bisschen mehr in Erwägung ziehen kann. So, ich könnte jetzt hier eine Quest reinnormeln, das kann aber auch sehr gut ein Raikou-Set sein. Ich glaube, ich gehe einfach in Stratos, damit disguise ich auch. Ja gut, wenn ich jetzt ein Prisma suche, disguise ich nicht mehr, was ich spiele. Aber macht mir erstmal ein stabiles Plus 1 und ich kann die Gladys immer noch später raushauen. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Add den Prisma hier. Ich spiele jetzt mal nicht um den Morphing Jar rum, den antizipiere ich jetzt nicht bei 4 Karten in der Hand. Und das ist ein Dandelion. Jetzt wäre natürlich ein Gladi cooler gewesen. Dann hätte ich den Danny direkt mit Sichari rausholen können, aber ist nicht schlimm. Setzen wir Hero Signal und Compulse verdeckt. Dust kommt und sniped Hero Signal weg. Das ist fein. Die Karte wäre sowieso nicht so stabil gewesen. Hab da eigentlich andere ganz coole Karten. Und Gegner setzt direkt noch eine Backrow runter. Vielleicht noch was, um was zu snipen zu wollen. Ich meine, wenn er jetzt versucht, den Compulse zu snipen, dann kann ich immer noch anchainen, um einen Token zu nehmen. Ja, genau das wird auch passieren. Ich könnte ja jetzt auch den Stratos hochgeben tatsächlich, um nochmal einen Prisma zu holen, aber ich brauche nicht, ja, hätte ich halt basically 3 Normal Summons in Hand, das brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber einen Token, um irgendwie ein Play zu verhindern. Na, hier kommt ein Kaios jetzt, jupp. Kommt der Kaios, banished hier den Stratos, geht rein, leider kein Goss, spielt das Deck auch nicht. Wenn ich jetzt ein Tiger ziehe, wäre überragend. Bestiari, es ist nicht so super. Deswegen würde ich sagen, setzen wir hier einfach den Testaffen und das Kompuls. Kann ich den Affen triggern, in der nächsten Runde vielleicht mit Bestiari halt in einen, ja, in Gesarus-Play gehen. Und Allure kommt von meinem Gegner. Was haben wir jetzt gesehen? Dandelion, Allure, Kaios. Oh, banished den Goss. Interessant, dass er den Goss ja auf gar keinen Fall haben will. Und greift jetzt hier über den Testaffen an. Und der kann mir jetzt hier ein Gladi-Special. Und ich glaube, ich gehe hier einfach in Laquari. Das scheint mir das Stabilste zu sein. So, holen wir einfach mal ein Laquari raus. Und dann kann ich ja gleich, ja, versuchen, mit dem Bestiari da ein bisschen, Blödsinn zu machen. Hoffentlich werden wir nicht von der Road gepunished. Wenn er jetzt Doppelback bekommt, ist die Road schon recht wahrscheinlich. Aber wir kriegen erstmal einen Trap Dust Shot. Der ist natürlich gar nicht so dramatisch. Ja, der kann uns jetzt hier den Bestiari zurückschaffeln, aber dann können wir ja den Prisma normalen, um den Bestiari noch zu millen. So ein bisschen einfacher zu kontern für meinen Gegner, weil den Bestiari hätte ich einfach setzen können. Bei dem Prisma geht das nicht. Aber das geht schon in Ordnung, glaube ich. Ansonsten ist die Hand leider gerade voller Normal Sums, die halt ohne Tiger absolut nichts machen. Das ist ein bisschen undankbar, deswegen normal ich jetzt hier erstmal den Prisma. So, ist die Summon fein. Ja, würde ich dann jetzt auch meine Prio nutzen. Meine Bestiari hätte ich dann, glaube ich, ganz gerne im Friedhof. Dann macht er, denke ich, am meisten. Ich glaube, er hat einen BTH. Summon ist gut. Ja, dann nutze ich auf jeden Fall die Prio. Zeige hier den Kysarus vor. Und dann, ja, kann er jetzt halt drauf responden. Das ist doof. Ich finde, das hat doch ganz schön was gebracht. So. Dump is part of the coast. Nein, Dump is part of the coast. Everything before a semicolon is closed. So, jetzt hat er eben leider die BTH. Das ist hier halt ziemlich ärgerlich. Was ich jetzt machen kann, ich komme ja trotzdem auf Gysarus tatsächlich.
Und deswegen würde ich sagen, versuchen wir es jetzt einfach mal. Und ich kompröse jetzt hier einfach den Kaius und greife dann mit dem Laquari an. Und dann kann ich jetzt nämlich trotzdem Blödsinn machen. So, Kompulse auf den Kaius, Attack mit Laquari. Natürlich nie cool, den Kaius auf die Hand zurückzugeben, weil kann ihn gerade auch nicht beschwören. Und dann versuche ich jetzt tatsächlich einfach in Güser zu gehen. So, Effekt Laquari. Holen wir jetzt den Darius raus, weil Bestiari ist ja im Grave. Darius, Target Bestiari. Bestiari kommt direkt da. Okay. Thinking, okay. Wie gesagt, Effekt, also das heißt, wie gesagt, habe ich im letzten Part schon mal gesagt, der Effekt von Bestiari ist negiert, aber er triggert. Daher, yes, but the effect has to trigger. It's mandatory. Und dass er negiert wird, ist mir auch klar, triggern muss er trotzdem. Okay, Gino überlegt jetzt, ob er hier irgendwie eine Response hat. Vielleicht noch eine BTH? Wenn ja, sollte ich da jetzt nicht rein Gysarussen, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen. Was könnte da sonst liegen? Call oder so? Book, maybe? Ja, Book macht ja gar nichts in dem Spot. Book ist ja komplett egal. Torrential. Okay. Lässt mir immerhin den Bestiari im Grave. Das ist fein. Er hat einen Kaios in der Hand plus zwei Karten. Jetzt ist es auch schlecht, dass er den Goss abgeworfen hat. Ich meine, auf dem Papier ist Goss zwar eine schlechte Karte gegen Gladi, aber ja, in solchen... Man kann ja nicht immer voll Material im Friedhof haben. So, und jetzt? Kann ich mit meinen Gladys wieder Blödsinn machen? Und das sieht eigentlich wieder recht cool aus, weil jetzt holen wir einfach deine Quest raus. Greifen hier an. Und ich glaube, ich hole auch einfach direkt den Dandy aus dem Friedhof. Ja. Jetzt vielleicht den Aquarienormen sollen, um mit der Quest was zu recyceln. Aber ich habe genug Gladys. Und jetzt hier in Retiari zu gehen, ist actually ziemlich stabil. Weil, wie gesagt, ich nehme halt einfach den Dandy raus. So. Retiari, die Claire, nehmen wir den Dandy raus. Das heißt, Debris macht jetzt auch nichts. Der hier sehr wahrscheinlich. Ich setze mal den Storm einfach nur als Bait. Das heißt, als Bait. Einfach nur, um, ja, dass mein Gegner vielleicht irgendwas versucht rumzuspielen. Und dann, vielleicht setzt er auch zu viel rein und ich kann dann stormen und dann Big Push machen. Ich habe noch relativ wenig Informationen darüber, was mein Gegner spielt. Kaius und Dandy ist interessant. Okay, wir sehen Brain Control. Dadurch kann natürlich jetzt der Kaius kommen. Jetzt rächt es sich, dass ich den Storm gesetzt habe. Dann kann er mit dem Kaius auch direkt plussen. Das ist ein bisschen uncool. Gucken, ob er den sicheren Play macht und erst angreift. Nee, er geht direkt rein. Holt jetzt den Kaius. Ja, Kaios Kompulsen ist halt nie das, was man unbedingt machen will, aber es war in dem Moment meine einzige Option. Jetzt brauche ich hier dringend einen Tiger. Wenn ich einen Tiger ziehe, ist wieder alles fein. Und ich ziehe einen Test-Ape. Der ist actually auch gut. Und jetzt ist es natürlich auch gut, dass der Kaios rausgezogen ist. Sagen wir, er hat noch einen Kaios. Noch ein Kaios wäre jetzt nicht so geil. Aber so könnte ich jetzt den Test-Ape triggern, wieder was rausholen und dann eventuell was machen. So, er greift an und ja, der Test-Ape triggert. Problem ist, dass der Bestiari schon im Friedhof ist. Also jetzt hier noch ein Gladi holen, bringt mir gar nicht mal so viel. Ja, leider nein. Also nichts, was ich jetzt hier hole, ist super praktisch. Ich hole mir auch nur den Hoplo raus. Ich brauche weiterhin einen Tiger. Also der Tiger ist hier definitiv das, was ich brauche. Da kurz kommt der Plug. Und er geht jetzt hier in den Stardust, würde ich fast vermuten. Oder ein Dark End. Kann auch Dark End sein, der jetzt einfach den Hoplo... Ja, ist einfach ein Dark End, der nimmt den Hoplo. Okay, Dark End geht also auf 2-1, Hoplo ist weg. Brauche hier weiter einen Tiger. Wenn ich einen Tiger ziehe, ist alles gut. Es ist kein Tiger, es ist ein Prison. Der kann, der sendet nur Face Up. Nein, das ist nicht jedes Monster, also kann ich in der Aquarium auf gar keinen Fall normeln. Ich muss einfach hoffen, dass er dann mit dem Prison rennt. Hat natürlich jetzt auch den Plug available, was nicht ganz so geil ist. Ja, die Brain Control war halt schon ziemlich huge. Ist auf 1 im Allison, wenn sie kommt, ist halt brutal. So, dann prisonen wir jetzt hier den Dark End. Muss man ein bisschen darauf aufpassen, wie viele Darks man gegen den Friedhof hat. Es müssten 2 sein jetzt. Es sind 2, ja. Lonefire. Aber wenn er Titanium spielt, tut das weh. Und die wird er wahrscheinlich spielen. Hat ja ziemlich viele Karten, die mir echt wehtun. Ja, jetzt wird die Titanium kommen. Die kann ich auch nicht so einfach outen. Das ist uncool. Und ich ziehe einen Carriage viel zu spät. Der Streitwagen kommt viel zu spät. Den hätte ich deutlich eher gebrauchen können. So macht er jetzt leider gerade gar nichts. Ich überlebe noch einen Angriff, deswegen committe ich dem... Ich brauche nur einen Tiger. Sobald ich einen Tiger ziehe, ist alles fein hier. Und das ist kein Tiger, das ist ein Sammet. Sobald ich einen Tiger ziehe, ist alles in Ordnung hier, weil dann könnte ich halt in Darius gehen, Bestiari, die Titanium schießen und wenn der Titanium aktiviert, aktiviere ich Streitwagen. Also alles gut, ich muss halt wirklich nur einen Tiger sehen. Und ich warte jetzt auch schon ziemlich lange auf einen Tiger, aber er kommt einfach nicht. Da ist er. So, jetzt ist die Frage, wie gefährlich ist die Backrow? Wenn die Backrow nichts macht, ist das jetzt ja actually huge. Normal Aquari, kommt eine Response drauf. So, Special Tiger, ist das okay? Kommt da eine Response drauf?
Effekt, Tiger, Target, L'Aquari. Das geht alles durch. Er wird einfach den Gusaros mit Titanium negieren wollen. Und daraufhin habe ich dann halt, ja, Streitwagen. Oh, jetzt sag mir nicht, ich habe keinen Darius mehr. Spielt das Deck nur einen Darius? Das Deck spielt doch nicht nur einen Darius. Das Deck kann nicht nur einen Darius spielen. Warum spielt das Deck nur einen Darius? Das ist ein... Ja gut, dann muss ich es leider anders spielen. Ist aber nicht schlimm, dann hole ich jetzt den Momille. Warum spielt das Deck nur einen Darius? Das ist ja richtig weird. So, Streitwagen. Weg damit. Och, come on. Ja, einmal Döner mit allem. Okay, dann hat es eh nicht gemattert. Jetzt, ja, wäre auch egal gewesen. Er hätte auch einfach Plug holen können und mich töten. Aber okay. Ja, ah, das war bitter. Einmal Döner mit allem bitte bei meinem Gegner. Warum spielt der Bild nur einen Darius? Das ist ein Gusaros-Spam. Du musst doch mehr Darius spielen. Boah, weiß nicht, ob ich mit dem Deckbuilding agree, ehrlich gesagt. Okay, das war bitter. Das war ziemlich bitter. Doof. Aber zwei Retiari mit Zeitdeck, also, nee, verstehe ich nicht. So, dritter Streitwagen auf jeden Fall. Ich nehme mir die Testaffen wieder raus. Ich nehme hier wieder die Hero Signal raus. Das sind alles Karten, die ich nicht fühle. Könnt ihr einen zweiten Retiari actually spielen gegen das Deck? Ist, glaube ich, gar nicht so doof. Mole gefällt mir auch ganz gut. Und wir haben relativ viel Backrow gesehen. Wir können mal die beiden Traps dann spielen. Ist auch, glaube ich, lebendiger als die Karten, die ich sonst habe. Ja, und dann schauen wir mal. Also, ich bin kein Fan von der Liste. Also, ich glaube schon, dass Gusaros, also so Prisma, Gusaros-Spam vielleicht die beste Variante des Decks ist, die man so spielen kann. Aber die Variante, ist halt... Also, hätte man mir einfach diese Liste einfach so gezeigt, ohne Kontext, hätte ich gedacht, was ist das für ein Trash? Das ist die dämlichste, dümmste, geile Liste, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Aber das Ding hat halt ein 130-Mann-Turnier gewonnen. Also... was komplett sehr gut besetzt war. Das war 8 Runden Swiss, Top 16 K.O. mit sehr, sehr guten Spielern drin. Also war komplett legit. Also irgendwas muss dieses Deck verdammt richtig gemacht haben. Aber naja, ihr seht ja auch, wie viele tote Normal Sums man in diesem Deck hat. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu schlecht, und weil ich einfach immer nur die Normal Sums ziehe und die anderen kleinen Spieler sind einfach bessere Spieler, weil sie die Combo-Pieces haben. Dann habe ich den Tiger ein bisschen eher, dann sieht halt ganz, ganz anders aus. Und Gina hatte auch sehr, sehr viele Antworten auf das, was ich dann natürlich hatte. Brauche ich jetzt ja auch echt lange zum Boarden. Gut, klar, die sieht man nicht jeden Tag, aber trotzdem. Bisschen schneller könnte es ja gehen. Und kaum beschwere ich mich. Geht es weiter? In Game Nummer 2 gegen Edge Paul. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, würde ich behaupten. So, ich nehme hier einen Hoplomos vor Streitwagen und Book. Carriot halt, um Effekt zu negieren. Und wenn er jetzt irgendwie mit einem stärkeren Monster reinrennen will, kann ich ja halt einfach den Hoplomus bucken. Und dann kriege ich halt einen Effekt durch, was eigentlich ziemlich nice ist. Kann ich Momille holen, das Monster direkt schießen. Das ist eine ganz coole Synergie. Und so blocke ich halt sowas wie Lone Fire. Set-Monster vom Gegner. Und viel mehr nicht. Ich ziehe jetzt hier in Prison. Und jetzt habe ich versucht, hier einen Gusaros zu bomben. Ich meine, ich laufe hart in a Road, aber die Road wäre kein Weltuntergang, glaube ich. Also nommeln wir hier mal den Prisma. Summon, ist das okay? Dann würde ich gerne deklären. Wenn er jetzt den Prisma irgendwie outet, habe ich halt noch den Tiger als Backup. Das ist ganz nice. So, reveal. Okay. So, alles klar. No response, Fragezeichen. No response. Kann sehr gut sein, dass ich wieder in der Road renne, aber ich fühle mich irgendwie nicht mit dem Deck im Road rumspielen. Ich habe das Gefühl, dass das Deck was irgendwie machen muss. Ich meine, ich könnte jetzt auch nur das Monster schießen, so um ganz sicher zu gehen, aber wir kriegen einfach einen Solemn rein. Das tut natürlich auch weh. Road hat wahrscheinlich mehr wehgetan, aber Solemn ist auch nicht nett. Ja, damit bin ich wieder ohne Play. Und das ist der Grund, warum ich Gusaros Spam nicht so mag. Weil man, man committet sich halt auf diesen Gusaros hart, also man muss halt, man committet sich hart auf diesen Gusaros Play. Und wenn er nicht durchgeht, ist er einfach super, super bad. Okay, Tomate. Brauche ich ja nicht Dimensionsgefängnissen. Das kann ich halt einfach mit einem Gladi outen, indem ich Streitwage, wenn ich rüberrenne. Von daher ist auch Futter, wo ich reinrennen kann. Irgendwie ein Plant-Deck mit einer Dark Engine oder ein Dark-Deck mit einer Plant Engine. So, das ist leider nicht der Gladi, den ich sehen wollte. Aber ich kann ja trotzdem ganz gute Plays machen. Normal wie den Retiari, kann mit Bissiari die Backrow schießen und dann mit Streitwagen weitermachen. Das ist eigentlich ziemlich nice hier. So, Special Tiger. Rio Tiger, Target hier, Retiari. Scheint fein zu sein. Und ich könnte natürlich auch in Momillo gehen und den schießen, aber ich habe den Streitwagen, der gehe ich in Bestiarien, schießt die Backrow.
Werde eigentlich nur von BTH so richtig gepunished. Wo ist mein Bestiari? Ach, der ist im Grave. Ah, stimmt, der ist im Grave. Der ist ja im Grave. Also ich muss jetzt wieder... Ah gut, dann komme ich halt wieder in Gusarus, ne? Jetzt ist halt... Was ist mein Darius schon wieder? Ich finde den Darius einfach nicht. Diesmal ist er wirklich noch da. Okay, Darius. Target. Bestiari, alles klar. Kommt der Bestiari in Defense. Bestiari Effekt Declare. Irgendwas. Continue, alles klar. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht in die Road rennen. Die Road wäre ziemlich ärgerlich. Gusarus. Gusarus Effekt. Schuss, Schuss. MSD wird gechanged. Das ist vollkommen okay. Nimmt mir hier das Prison. Streitwagen wäre besser gewesen. Man hätte ich sowieso recyceln können, aber Prison ist auch fein. Obwohl, jetzt habe ich immer noch Streitwagen für den potenziellen Ghost, wenn der kommt. So, okay. Gegner ist auch nur noch auf 1-6. Das ist sehr, sehr nice. Dann können wir jetzt hier nochmal den Gusarus triggern. Und ich hole mal die Tomate raus, just in case, dass er irgendwas hat, um was mit der zu machen. Und es gibt gerade nicht anderes, viel sinnvolleres, was ich holen kann. Den können wir das hier machen. Banish die Tomate. Und ich committe jetzt hier alles rein, weil ich potenziell nächste Runde gewonnen habe. Deswegen setze ich hier Kumpuls auch. Und eine Karte, die ich zur Not unchainen kann, selbst auch ein Storm oder so. Könnte jetzt hier also Game 2 bedeuten, trotz des Solemn. So, Brain Control kommt. Targeted hier was genau? Den L'Aquari. Ich kann den sowohl kompulsen als auch booken und ich booke ihn einfach mal. Dann bleibt er nämlich auf dem Board. Und Brain Control verfällt hier jetzt erstmal. Und das ist Game Nummer 2. Nice. Schön, wenn Dinge funktionieren. Ich bin mit dem Board ja eigentlich relativ happy und deswegen lassen wir das auch so. Ja. Also wir haben zwar das Solemn bekommen. Dadurch, dass ich den Tiger als Backup hatte, hat sich das Deck dann doch bewährt. Und wir konnten Game 2 gegen dieses Plan-Synchro, Dark-Synchro, wie auch immer, konnten wir uns sichern. Und das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich nice. So. Game Nummer 3. Good luck, have fun, auch von mir. Das sichern wir uns jetzt aber. Das hole ich mir. Das lasse ich mir jetzt hier nicht nehmen. Da habe ich gar keine Lust drauf, das zu verlieren. Loundfire. Guter Start auf jeden Fall. Wobei ich diesmal Kompuls habe, um Titaniel zu outen. Ja, okay. Loundfire, Loundfire into Tita. Zu 99%. Yep, Tita nicht gezogen. Wenn ich das Deck spielen würde, würde ich immer Tita ziehen. So ist das halt, aber Edgeball hat ein bisschen mehr Glück. Darius. So. Dann werde ich jetzt hier erst einmal ganz gepflegt die Backrow MST'en. Ich war zu schnell, ich Vollidiot. Ach, ich war zu schnell. Ja, das ist mein Fehler gewesen. Ich hätte einfach, ja, ich war zu schnell. Das war dumm von mir. Wäre ich nicht zum Beifass gegangen, hätte er den Dustshot aktiviert, dann hätte ich mein MST gespart. Oder so ist natürlich klar, dass er das macht. Das war einfach nur dumm von mir. Das war einfach nur ganz dumm von mir. Jetzt kann er den Darius wegschaffen und ich habe nichts mehr. Was ziemlich uncool ist, er nimmt sowieso den Darius. Ja, also, wie er jetzt den Tiger zurückschaffelt, ist er dumm. Er muss den Darius nehmen, weil Darius ist Saft. Verstehe gar nicht, was das dazu denken gibt, ehrlich gesagt. Ja, ist ganz offensichtlich entscheidend. Dann oh Mann, der MST war so dumm. Ich missplay aber auch wirklich hart mit dem Deck. Darf ich nicht beschweren, wenn ich dagegen verliere. Aber gut. So, würdest du jetzt bitte da rausgehen und mich weiterspielen lassen, mein Freund? Du hast die Hand schon aufgeschrieben. Du musst jetzt nicht noch ein Foto davon machen oder so. Okay. So, ja. Ich setze alles runter. Ich sag mir jetzt, okay, Winner Storm hat halt gewonnen. Bin so far behind. So, so, so. Okay, was schreibt er jetzt? Keine Ahnung, was er jetzt noch schreibt. Junge, das beantworte ich dir nicht. Du weißt, was ich in der Hand habe. Du hast es dreimal aufgeschrieben und das muss ich dir jetzt nicht beantworten. Wenn es 2 Sekunden her ist. Das muss man sowieso nicht beantworten. Das habe ich in Advanced sehr, ist mir sehr oft aufgefallen, dass wenn Karten gesucht werden, so auch richtig auf deutsche Meisterschaften und so, dass wenn Karten gesucht werden und dann Leute fragen irgendwie 10 Minuten später noch, ah ja, ich kenne ja die und die Karte in deiner Hand und die Leute sagen dann ja. Ich denke mir so, Alter, das musst du nicht confirmen. Das muss der Gegner sich merken. So, auch wenn es Public Knowledge ist in dem Moment. Also, das sind so Sachen, die ich nicht so verstehe, aber okay. So, holt ihr die Tomate raus. Die ist nicht so dramatisch. Die 1-4 nehme ich. Und die Tüter würde ich gerne einmal kompulsen.
Kann er natürlich jetzt auch Tributen, aber ich glaube, die Tüte hat er lieber auf der Hand als im Grave. Nicht Tribute zieht er, hat sie lieber im Grave. Ah, Tomate ist eine Plant. Hm. Nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, das war dumm. Vladdy? Katze. Okay, könnte Party sein. Das könnte Party bedeuten, mit dem Carriot vor allen Dingen. So, Summon. Das ist okay, okay. Effekt Katze. Schon wieder ganz vergessen, dass ich die Katze spiele. Ja, jetzt beschwert er sich über den Top-Deck. Nee, egal. Habe ich auch mal verdient. Okay, und dann gehen wir in Samnit. Und ich kann ja nur in Samnit und Tiger spielen, weil ich die Affen rausgefordert habe. Samnit und Tiger. Ist das in Ordnung? Ich suppose jetzt einfach mal ja. Und dann kann ich in Bestiare gehen, die Backrow schießen. Und dann kann ich den anderen Tiger, oder kann das im Harriet einen anderen Tiger nutzen. Any Response. Kommt hier irgendeine Response von meinem Gegner jetzt? Denkt nach. Also hat er auf jeden Fall eine Response. Um schon meinen Gegner hier zu haben. Let's see. Wenn es ein TT ist, kann er sich hier ins Bein schießen. Weil wenn ich jetzt, weil ich hole nämlich jetzt den Bestiari raus. Und wenn er dann das mit Tütern negieren will, kann ich Carriot aktivieren. Also ist das okay? Dann kann ich halt Carriot aktivieren und dann kann er TT nicht mehr chainen. Das wäre halt dämlich. Und wenn er jetzt halt TT, dann fehlt er so eine Tüter. Also ich glaube, wenn er jetzt TT hat, dann hat er gerade Mist gebaut. So. Back. Chain. Ja, wie gesagt, da hat er Mist gebaut. Er hätte seine Tüte halten. Jawohl, ist eigentlich halt egal. Aber ist okay. Ich habe noch den Tiger in Hand. Das heißt, ich habe noch potenzielle Top-Decks und ich sitze auch noch auf Carriot und BTH. Das könnte schlimmer sein. Also TT war jetzt. Oh, Fett Monster. Wenn ich jetzt ein Gladi, komm schon! Ach, das ist so klar. Jedes Mal, wenn ich ein Gladi ziehe, muss, ziehe ich keinen. Das ist immer so in den Deck. Deswegen bin ich mit Gladi nicht gut, weil ich in dem Moment kein. Weil jetzt ich in dem Moment Gladi, habe ich einen Gesarus-Play, so, und es halt wieder, lässt halt wieder Land unter für meinen Gegner. Oh, Zombie-Karten habe ich noch gar nicht gesehen. Kommt ein Goblin-Zombie. Okay, ich muss immer noch nur ein Gladi ziehen und alles ist fein. So, ich muss eine Karte melden, es wird ein Gladi sein. Ein Prisma, was basically ein Gladi ist. Komm schon. Okay, da ist der Gladi. So, Party. Ja, selbst Crow ist nicht schlimm, weil ich einen Carriot verdeckt habe. Ich denke, ich hätte den anderen Carriot noch setzen können. Aber ich denke, das sieht extrem gut aus hier. So, Darius. Darius Effekt. Ich habe halt noch den Bestiari drin. Special Bestiari. Alles fein. Und dann gehen die beiden rein. Ich kann sogar noch den Goblin-Zombie negieren. Das ist so gut. So, Gesarus. Pop, pop. Snowman Eater. Der ist nicht gut gegen Gladi. So, Effekt. Nope. Streitwagen. Und dann greifen wir an. Jetzt kann sein, dass ein Gorse kommt, aber den könnte ich halt zerschießen. Von daher wäre alles fein. So, drei Darks in Grave. Gegner schreibt noch was. Wahrscheinlich beschwert er sich irgendwie über meine Top-Decks oder keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall carry dich hier. So, selbst wenn du jetzt hier Gorse, ich kann den Gorse jetzt zerschießen. Gorse macht mir doch nichts. Kann einfach mal Mille holen, ist mir doch scheißegal. Egal. Soll er behaupten, was er behaupten will. So, gehen wir auf jeden Fall in Equest und in Retiari. So, Retiari und Equest. Beide sehr, sehr wichtig. Denn Gegner ist jetzt auf drei Darks im Grave. Das will ich auf gar keinen Fall. Gar nicht, sind zwei Darks, aber trotzdem. Dann nehme ich die Tüte raus. Die Tüte stört mich nicht, ne? Ich gehe mal den Goblin-Zombie raus. Die größtes Kombo-Potenzial hier. So. Get that Carriot. Doppel-Carriot down. Wenn ich jetzt hier nicht gestormt werde, sieht das ziemlich nice aus. Let's see. Ja, wenn man den Tiger zieht, dann ist das Deck halt ziemlich. Dann kann das Deck schon eine Menge machen. Vor allem. Okay, da kommt der Cyber Dragon. Das ist eine BTH, weil ich den gerade anders nicht outen kann. Okay, Mal der Rose. Gut, der kann einen meiner Gladys übernehmen. Das ist nicht so super dramatisch. Banish die Lone Fire und nimmt jetzt hier den Equest. Das ist okay. Greift an, aber ich würde ihn ja sowieso wiederbekommen. Und wenn ich ihn Gladi ziehe, ist das eh egal. Greife jetzt hier den Rotiari an. Okay. Und, oh, Kaius? Ah, das ist strong. Kaius ist strong. Geht er auf den Streitwagen oder geht er auf die andere? Also beide sind der Streitwagen, aber einen Streitwagen kennt er. Das ist die Karte, die er nicht kannte. Deswegen weiß er jetzt, dass es anderen Carriot ist. Obwohl, ich habe beide gesetzt, ne? Retiari von oben bringt mir nichts. Ich brauche wieder einen Tiger. Ich brauche wieder einen Tiger und ich bin im Game.
Komm schon, Tiger, irgendwas, was mich hier jetzt wieder reinbringt. Let's go, Road. Die bringt mich leider nicht wieder. Oh Mann, ich hasse diese Missklicks. Ah, ich hasse mich. Ja, so dumm. Wenn er jetzt ein Storm-Set hätte, dann würde mich das wieder reinbringen, aber er will jetzt nicht aktivieren, weil ich das revealed habe. Das ist so scheiße, Mann, ey. 300 Life. Kann er Kaios sich selber targeten oder so. Und ich ziehe in Prison, das kann mich hier retten. Normalen wäre erstmal den Retiari hier. Damit ich halt einen Carried habe gegen Kaios Target itself oder so. Set Prison. Jetzt einfach hoffen, dass das Prison durchgeht, dass ich das nicht gesolemnt kriege oder so. Ich meine, ich habe auch die Road jetzt. Gegner kennt die leider, weiß auch, wo sie liegt, aber trotzdem ist sie halt da. Immerhin, 300 Life, aber das Ding ist noch nicht vorbei. Das Ding ist noch nicht vorbei, auch wenn sich da mein Gegner sehr gut wieder zurückgekämpft hat. Und die 300 Life sind halt sehr, sehr scary. Okay, Angriff, ja, Solemn wird das Ding jetzt halt beenden. Gucken wir mal, ja. Ärgerlich. Hätte ich Retiari setzen sollen, vielleicht. Maybe, aber hätte einen Unterschied gemacht. Ja, vielleicht. Impuls. Das war ein ärgerliches Match. Ich hätte das Ding sowieso verloren, glaube ich. Da war wirklich der Dart. Also ich musste auch einen Dark rausnehmen. Das war ärgerlich. Ach man, ich krieg mit dem Deck kein Bein auf die Erde. Egal, wir sehen uns in Match Nummer 2. Match Nummer 2 gegen Spreezer mit einem sehr, sehr sympathischen Profilbild, muss ich sagen. Aber ja, ich krieg das Deck irgendwie nicht zum Laufen. Also irgendwie will es bei mir nicht. Weiß nicht, ob es an mir liegt oder... Ist undankbar auf jeden Fall. Ja, wir stehen 0-1. Vielleicht kriegen wir diesmal eine positive Bilanz rein. Letzte Folge war ja ein 1-2. Also das hat auch nicht geklappt. Und jetzt sind wir schon unter Zugzwang. Und ja, DB ist auch unter Zugzwang. Okay. Ich hätte lieber einen Gladi gehabt als sechste Karte. Das ist halt so das Ding, wenn ich die Stratos Engine auch nicht so mag. Es klingt ja zuerst mal cool, plus 1 machen und bla bla bla. Aber aufgrund des Carrots wäre hier ein Gladi halt unfassbar viel geiler gewesen. Naja, ich setze es hier alles runter. Und gucke mal, was mein Gegner jetzt hier macht. Storm wäre natürlich nice, dann kriege ich die Road raus. Frage ist, ob man überhaupt Instant Fusion ist. Scheint also ein Zombie zu sein. Okay, Instant Fusion ist nicht so dramatisch. Ich könnte überlegen, ob ich jetzt, ob ich das Kompulse. Lass mich mal kurz nachdenken. Mariner. Möchte ich den Kompulsen? Der Kaios ist obvious und deswegen möchte ich das tatsächlich. Ja. Ich hab keinen. Warte doch. Ich hab doch den Denksmiley gedrückt, Junge. So. Weiß nicht, ob er den jetzt immer noch normeln will. Muss er halt wissen. Ja, ich drück den Denksmiley und der normelt halt trotzdem seinen Fullim. Okay, ist kein Kaios, aber ist halt ein Fullim, den er jetzt auch nicht beschwört. Ist okay. Meinetwegen. Ja, entschuldigt sich, dann ist alles gut. Dann war er einfach ein bisschen zu schnell. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich auf den Commit von dem Fullim gewartet. Aber wie gesagt, ich habe hier um den Kaios rumgespielt. Von daher, ja. Weiß nicht, was mein Gegner jetzt schreibt. Mir eigentlich egal, brauchst du dich entschuldigen. Spiel einfach. Spiel doch einfach. Ja, das tue ich. Okay, dann kommt jetzt der Normal Knight. Was denn jetzt? Willst du ihn jetzt normal oder nicht? Ah, Junge, du gehst mir auf den Sack. Wirklich. Okay, Set Monster, danke. Hat ja auch kaum gedauert, bis du den Play auf die Reihe bekommen hast. Okay, wir spielen gegen X-Saber hier sehr, sehr wahrscheinlich. Ich kann jetzt einen ganz coolen Play machen. Oh, vor allem kann ich Streitwagen live machen. Das ist irgendwie sehr, sehr nice. Noch ein bisschen den Prisma. Und ich lege mir jetzt ein Laquari rein, weil dann kann ich den Laquari halt auch callen. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Außerdem ist jetzt der Streitwagen live. So, Attack mit dem Prisma, wenn das irgendwas ist, was ich, ja, Emma's Blade könnte es halt sein, weil das ist die Emma's Blade, da würde ich gerne Streitwagen drauf aktivieren. So, und dann geht hier der Prisma noch direkt rein. Und jetzt ist noch die Frage, möchte ich jetzt hier schon callen? Ich glaube ja, ich glaube, ich calle hier. So, und dann callen wir jetzt hier den Laquari, dann kann ich den gleich Streitwagen auch gleich recyceln. Und Attack mit Laquari. Oder ich gehe in Retiari, das wäre auch möglich. Emma's Blade ist aber gerade nicht so der super Threat, ehrlich gesagt. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach in den Quest und hole mir Streitwagen wieder. Gegner weiß ja nicht, dass ich noch einen in der Hand habe.
So, und ich habe ja immer noch die Road, das heißt, ich kann auch beide setzen. Ich bin super safe hinter den beiden, deswegen Set Streitwagen, Set Streitwagen. Ich hätte ja auch in Bestiari gehen können, um Call zu schießen und dann halt den Gesarus-Play zu haben, weil ich kann auch einfach mit Prisma nächste Runde Bestiari millen. Von daher alles soweit in Ordnung. Okay, das ist der Scoop für Game 1 gewesen von Spreezer. Und ja, ich spiele hier offensichtlich gegen X-Saber. Habe mir immerhin gerade ein schnelles Game 1 geholt. Gucken wir mal, ob es so weitergeht. X-Saber, da können wir auf jeden Fall die das gebrauchen, würde ich sagen. Ansonsten ist das Board relativ bla. Grand Mode ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht dagegen. Und ich verstehe sowieso nicht, warum man weniger als drei Streitwagen spielt, wenn ich komplett ehrlich bin. Ich nehme auch die Trapstones rein, Hero Signal raus. Ich fühle die Engine nicht so, Leute. Ich fühle sie nicht. Dann nehme ich auch mal die Katze raus, wenn ich die Testaffen rausnehme. Also wenn ich schon Katze spiele, Katze im Gladi an sich geil, dann würde ich aber lieber noch ein Airbellum spielen und dann halt doppelt Samnit oder halt irgendwie Samnit, Airbellum, Tiger als die Affen. Weil Airbellum gibt dann halt auch nochmal Synchro-Optionen und ich glaube, nächste Road to Edison-Folge spiele ich wieder ein eigenes Gladi. Aber diesmal nicht so ein konservatives Beatdown-Gladi, wie ihr es ja in der vorvorletzten Road to Edison-Folge gesehen habt, also in der ersten, wo ich dann jetzt seit langer Zeit mal wieder Gladi gespielt habe, sondern lieber ein etwas spammigeres mit Katze und Tigern und Prisma oder so, weil an sich ist es schon gut, die Option zu haben, halt diese aggressiven Plays zu machen. Denn ja, die braucht man auch, um gewisse Szenarien eben zu überleben. Aber erstmal müssen wir dieses Match hier überleben. Und deswegen spiele ich ja auch das Deck. Gerade nicht, um es zu netdecken und jetzt ab jetzt immer bei Turnieren zu spielen, sondern um einfach mal zu gucken, wie funktioniert diese etwas spammige Variante für mich und was kann ich daraus für Schlüsse ziehen, wenn ich das Gladi dann selber baue. Ich kann daraus Schlüsse ziehen, dass ich Monster ziehen sollte, weil Monster gut sind im Gladi. Würde helfen. Leider ziehe ich keine Monster offensichtlich nicht. Naja gut. 6 Handkarten bei Squeezer. Ich habe wieder die Road, was ganz nice sein kann. Gegner gerade gegen... stimmt, ich hätte auch... Hat das Deck eine zweite Road im Board? Ich glaube nicht, ne? Nee, hat das nicht. Gegen den... Wie heißt er denn nochmal? Gegen den... die haben ja ein 6er Synchro. Was ist das denn hier? Bambus-Schwert-Kombo, oh mein Gott. Hat sogar natürlich alle Hard-Draw beide, ist halt klar. Einfach ein Port of Greed aktiviert. Instant Fusion must be nice. Die haben ja einen 6er Synchro, der 3 Zauber fallen kann. Und fällt, da steht gerade den Namen von dem Ding vergessen. Hyunlei. Ex-Saber Hyunlei heißt das Ding. Warum spielt der Bambus-Schwert dann? Warum hat er die Hard-Draw-Kombo? Das ist doch schon wieder lächerlich. Kann man so lucky sein? Ja, das kennen wir ja schon, dass die Leute gegen mich immer ihre Hard-Draw-Kombos haben. Das ist ganz, ganz normal. Da kommt der Mariner. Jetzt kann er halt in den Urbellum gehen. Kann ich auch einfach wegkompulsen, ne? Sophie hat ihm das gar nicht gebracht. Kolossal. Das ist doch... Ist der Mariner ein 6er? Achso, 5 plus 3 ist 8. Ja, macht Sinn. Okay, Kolossal kann ich mir auch wegkompulsen. Das ist gar kein Problem. Der stört mich hier eigentlich gar nicht. BTH. Ja, nicht die geilste Hand, aber ich habe jede Menge Backrow. Ich kann ja eigentlich alles entsorgen. Sobald ich einen Gladi ziehe, ist alles super. Ich habe auch Starlight World gegen Storm und so. Okay, dann doch. Bin ich mit der Hand eigentlich relativ happy. Ja, genau. Wie gesagt, kann auch ein Hyunlei beantworten und so. Alles fein. Wenn jetzt noch Monster beschwört, kann ich einfach TTen. Wenn er einfach nur angreift, kann ich kompulsen. So viele Optionen hier, super gut rauszukommen. Jetzt einfach nur eine Backrow und Pass und dann kompulse ich den jetzt weg, weil die Backrow könnte irgendwie Trapstone sein oder so. Und ich möchte den gerne jetzt weg haben, solange ich noch die Gelegenheit dafür habe, denn der ist dezent nervig. So, da ist der Gladi und jetzt können wir hoffentlich Party machen. Party hat, Party hat. Normal Samnit. Keine Response. Dann greifen wir mit 1-6 an. Geht das denn durch? Geht sowas von durch. Nice. End of Battle Phase. Back Samnit und dann versuchen wir mal die Backroad zu schießen. Die scheint ja gerade nicht lebendig zu sein. Ist zwar unfassbar dumm. Kann auch ein Gotham's E-Call oder so sein. Oder MST oder so. Let's see. Es ist ein Decree. Okay, ja, Decree ist in der Theorie halt geil gegen Gladi, aber in der Praxis hast du halt einfach das Problem, ja, wenn du dir das zerschießen, bevor du es nutzen kannst, macht halt einfach gar nichts. So, Cyber Dragon kommt. Cyber Dragon ist hier eine BTH, bevor jetzt irgendwie ein Monster normalt und irgendwas synchrot. Der könnte halt auch über Bestiari angreifen, das will ich nicht. Daher nehme ich den hier einfach mal ganz, ganz, ganz schnell weg. Dann kommt jetzt hier der Airbellum, den kann ich dem sonst Gefängnissen, wenn er angreift. Also auch alles okay. Ich kann ja meine Gladys also bestens beschützen, habe eine super Backrow gerade. Gott, im Minionsgefängnis und wir jetzt haben den Airbellum. Dann geht der auch und so langsam gehen dir die Optionen aus, würde ich sagen. Ziehe noch einen Tiger, den ich hier absolut nicht brauche.
So, ich kann hier Storm und einen Stardust holen. Das wären 4000. Ich hätte also 4, 6 Damage. Das reicht nicht ganz. Deswegen machen wir so einen komischen Play auch nicht, sondern greifen wir einfach mal direkt an. Für noch einmal 1, 5 Damage. Und dann will ich was aus dem Friedhof nehmen. Nein, da stört mich nichts. Wir gehen ja einfach auf Laquari für Damage. Wenn ich nächste Runde mit Laquari und Stardust, wenn ich ihn holen möchte, auch zum Beispiel game. Von daher gehen wir hier in den Laquari und dann setzen wir noch den Storm runter als Backrow Bait und damit auch die Road Life ist, falls irgendwie stormt oder Unit. Okay, 4 Karten in Hand bei dem X selber Gegner meines Gegners. Sind diese 4 Karten genug, um dann nochmal ein Wörtchen mitzureden? Das ist die große Frage. Eine Katze. Die würde helfen. Die hilft auch, weil ich keinen Carrier habe. Ich dachte, irgendwie hätte ich einen Carrier, aber nein. Okay, die Katze hilft natürlich. Katze ist durchaus hilfreich. Kann hier natürlich TTen, sobald es irgendwie bedrohlich wird. Was will er? Hat er aber noch Ziele für die Katze? Oh. Vielleicht hat er keine Ziele mehr, weil ein Erbelum war ja schon raus. Okay, das sah nach einem bitteren Match für ihn aus. Naja, passiert. Wir haben immerhin einen Win für diese Folge. Und gehen jetzt ins dritte Match der Folge. Match Nummer 3 gegen Free Label. Das ist unser Gegner für eben dieses. Und gucken wir mal, ob wir diese Folge hier jetzt positiv gestalten können. Das wäre ja schon mal was. Nach dem super lockeren 2-0 gegen X-Saber sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Die Hand könnte auch schlechter sein. Ich kann ja sogar in die Quest normeln, weil ich Hero Signal so ein bisschen als Backup habe. Dann gehen wir mal Hero Signal, Dust Shot. Und wollen wir nicht so viel aufs Feld committen. Und dann hauen wir nochmal schnell den Thread Dust Shot raus, um gleich zu sehen, was mein Gegner spielt. Und was er so für Karten gegen mich hier parat hat. Blackwing, schwieriges Matchup. Prison, Book und Solemn. Und dann haben wir Bora, Scirocco und Kalut. Kalut ist sehr, sehr gefährlich, wenn man Gladi-Spieler ist. Aber ich glaube, hier nehme ich lieber die Normal Summons als den Kalut. Also, vor allem, wenn ich den Kalut kenne, kann ich drum rumspielen. Ich nehme hier den Scirocco raus, tatsächlich. Borak und Kalut und Scirocco back. So, Scirocco zurück. Also das ist der, den ich mir, glaube ich, am wenigsten wehren kann. Also, er kann jetzt halt sowieso über meinen Gladi angreifen, aber ich habe halt Hero Signal. Ja, aber er hat auch eine gute Backrow. Vor allem das Solemn ist halt gefährlich. So, mal gucken, ob er sich traut, in die Quest anzugreifen. Jetzt ist natürlich wieder, hätte ich mehr Backrow committed, hätte ich hier einen super guten Spot, aber ja, da jetzt mehr Backrow committen und dann gestormt werden, ist halt auch nicht nice. Von daher, im Nachhinein ist man immer schlauer. Von daher, ja. Bin ich erstmal ganz froh, dass ich hier schon einmal die Hand kenne. Jetzt zumindest weiß, worauf ich mich einlasse. Ja, vielleicht wird das nämlich auch passiv, weil er jetzt Schiss vor der Backrow hat. Gucken wir mal. Das ist einfach nur eine Backrow. Das ist sehr, sehr passiv. Und ich ziehe einen Bestiari. Okay. Das könnte Prison sein. Das könnte Book sein. Ich glaube nicht, dass er hier einfach Solemn setzt. Der setzt hier niemals einfach Solemn, oder? Das ist Prison. Das ist so safe Prison. Bestiari zu topdecken war hier gerade ultra scheiße. Mache ich jetzt den Hard? Das ist niemals Solemn. Es ist niemals Solemn, weil Solemn greife ich einfach an, tacke raus und schieße. Das ist niemals Solemn. Ich mache jetzt den Heartbeat, dass es nicht Solemn ist. Wenn es Solemn ist, dann habe ich echt verkackt. Aber wie gesagt, ich mache jetzt den Heartbeat, dass es hier nicht Solemn sein kann. Das ist Prison, glaube ich. So, Declare-Effekt. Ja, es konnte nicht. Es konnte nicht Solemn sein, es hätte keinen Sinn gemacht. Perfekt. So, gehen wir rein. Wir kennen Bora, wir kennen Kalut, wir kennen Solemn, wir kennen Book. Das ist die Hand von meinem Gegner. Dann declaren wir hier und ich hole jetzt hier einfach Doppel-Aquari raus für maximale Angriffspower. Und dann setze ich alles runter. Storm müsste jetzt gehardrawn werden. Ja, selbst wenn, ist es auch nicht so schlimm. Deswegen, ich will hier für alles eine Antwort haben. Set BTH, Set Prison Pass. Das ist schon eine sehr, sehr gute Karte, wenn man genau weiß, worum man sich mein Gegner einspielt. Mein Gegner hat da viel zu vorsichtig gespielt. Und hat es mir einfach ermöglicht. So, da kommt jetzt der Bora Normal. Und das ist jetzt hier einfach eine BTH für mich. Er hat noch Kalut, Book und Solemn in Hand und eine unbekannte Karte. Wenn ich jetzt einfach Bora rausnehme, ist er schon sehr, sehr eingeschränkt mit seinen Möglichkeiten. Da kann jetzt irgendwie kein Geld hinterherkommen oder so. So, das werden Book und Solemn sein. Plus 1. Okay, wenn die plus 1 keine Mirror Force ist, ist alles fein. Außerdem kann ich jetzt hier Giga Plays machen. So, ich habe hier viele Optionen. Ich kann jetzt einfach... Actually, ich glaube, ich greife einfach mit beiden an. Und wenn er Mirror Force, habe ich immer noch Giga und die Quest in der Hinterhand. Ich glaube, es ist tatsächlich
super, super fein. So greifen wir einfach mal an, versuchen das Ganze. Okay, da kommt einfach ein Bug. Das ist mir voll egal. Ich krieg trotzdem das ganze Feld down. So, dann greifen wir hier mit dem Laquari an. Jetzt gucken wir mal, dass ich das Solemn snipe. Vielleicht kommt jetzt auch noch eine Back of the Life ist. Nein. Okay, End of Battlefield. Jetzt das Solemn snipe ist halt super, super huge. Selbst wenn nicht, dann weiß ich, dass Solemn da liegt und kann da perfekt drum rumspielen. Von daher holen wir jetzt hier auf jeden Fall den Bestiari raus. So, Special Bestiari. Und ja, schön, dass du mir die BTH zeigst. Dann kann ich mich auf Solemn schießen. Das ist sehr, sehr nett von dir. Ja, das war dumm von ihm. Da muss er warten, bis ich targete. Weil natürlich targete ich dann das Solemn. Okay, so. Ist aber alles nicht dramatisch. Nur ein Kalut in der Hand, ne? Ja, kann ich einfach passen. Nur den Kalut in Hand. Den müsste ich nicht mehr mit uns Gefängnis, dann könnte ich einfach Hero Signal aktivieren. Wir werden Gladi holen. Ich meine, ich kann. Oh, das ist Bora. Okay, wir kennen Kalut in Hand. Das heißt, ich kann ihn einfach prison. Keine Lust auf deinen Kalut. Den kannst du gerade eh nicht spielen. Und dann ist jetzt auch einfach Game. Ja, ist nämlich jetzt auch einfach Game, weil dann flippe ich hier Laquari. Normal Quest. Special Tiger, Special Tiger. Dann kann ich einfach für Game angreifen. Ja. Yep. Okay, Game 1 gegen Blackwing. Das schon ist eine gute Karte. Und danach hat mein Gegner das, ja gut, er konnte ja meine Background nicht kennen, aber ja, es hat einfach keinen Sinn gemacht, dass er dem Spot Solemn setzt. Weil setzt das Solemn, greife ich einfach an, hole Bestiari raus, schießt die. Deswegen habe ich dann gehardreadet, dass es nicht Solemn ist. Solemn wäre der Giga-Punish gewesen, aber es konnte es einfach nicht sein. So, gegen Blackwing. Trap Stunts. Da hast du Nano Cyber Dragons. Ja, genau. Dann Hero Signal, ich bin halt kein Fan davon, nehme ich halt die Testaffen raus und die Katze. Kompuls ist tatsächlich auch nicht so geil gegen das Deck. Ja, vielleicht macht er Synchro-Plays. Können wir ja drin lassen. Vielleicht hat das. Und Mindcrush ist actually nicht bad. Mindcrush ist actually nicht bad. Nehmen wir einen Kompuls raus und Mindcrush dafür rein. Klar, kommen wir mit Dustshot ist insane, aber auch. Wir können halt einfach Mindcrushen blind, wenn wir Angst vor dem Kalut haben oder wenn wir einfach einen Kalut kennen durch oder generell gehen wir irgendwas mit durch Wirbelwind Edit. Ist Mindcrush hier eine sehr gute Karte. So, Game Nummer 2 gegen Blackwing nach einem überzeugenden Game 1. Das lief doch schon mal gut. Verzeihung, und das sehe ich auch sehr gerne. 6 Handkarten. Bitte. Mein Magen macht gerade wieder richtig Trouble. Okay, 6 Handkarten, logischerweise Bora plus Backrow. Das war's. Plus Backrow. So, wir spielen jetzt erstmal schön um den Icarus rum. So. Darf ich in meine Main Phase oder kriegen wir einen Dust Shot? Diesmal warte ich aber. Diesmal bin ich nicht so schnell. Darf ich. Okay, gut. Dann erstmal schön um den Icarus rumspielen, gucken, ob ich hier einfach über den Bora rennen kann. So, normal Cyber Dragon, Attack. Kann natürlich Kalut kommen, kann ein Battle Trap kommen, kann sehr vieles kommen. Oder einfach Book. Es ist nur Book. So, passe ich hier einfach? Ich glaube, ich passe hier einfach. Ich will ja hardcore um Icarus rumspielen. Und halte meine Hand. Book war natürlich eine gute Antwort von ihm. Gucken, wie hat er jetzt extended? Kann immer noch sein, dass er einen Kalut hat. Da kommt ein Vayu. Da kann ich reinrennen. Das ist ultra dumm, dann Vayu zu legen. Kann ich einfach reinrennen und dann kann ich anfangen zu taggen. Das, ja, Futter sollte man gegen Gladi nicht aufs Board legen. Das ist ein Fehler. Aber das sagt mir noch mehr, dass da ein Icarus liegt. Weil das so ein super naheliegendes, ja, Icarus-Target ist. Aber gut, umso mehr spiele ich jetzt hier um den Icarus rum. Auf jeden Fall. So. Also die Set ist wahrscheinlich ein Icarus oder jetzt kommt ein Icarus irgendwie so. Und dann nehme ich einfach einen Gladi. Rennen in den Vayu. Okay, da kommt noch eine Backrow, die könnte halt nerven. Und ich ziehe einen Mindcrush. Macht gerade nicht viel. Okay, nehmen wir hier mal den Samnit und versuchen über den Vayu zu rennen. Wäre sehr nice, wenn das klappt. Die Sam, okay, Gegner überlegt. Wollen wir eine BTH, sollte er die jetzt zünden? Weil sonst wird das teuer für ihn. Ist aber okay, ja gut. Dann rein in den Vayu. Schauen wir mal, ob das gut geht. Das geht gut, das ist so huge. Jetzt gehe ich in Bombillo. Schieße Bora und dann kann ich mal Traps dann in Minecraft schon zu setzen und dann macht mir Icarus auch nichts mehr. Ja, den Vayu dazu. Oppression. Ja, das geht natürlich. Oppression ist natürlich möglich. Das ist eine gute Antwort hier. So. Dann gebe ich ihm jetzt die Möglichkeit zu Icarus und jetzt wird ich nicht mehr drum rumspielen. Wenn du jetzt Icarus, dann mach ruhig. Dann nimmst du immerhin auch deinen Bora.
Das erklärt, warum er den Wario als Futter gelegt hat. Das ist nur ein Dust-Tornado, was erwischt er. Oh, die beste Karte. Oh! Random Dust hit the Mirror Force. Must be nice, mein Freund. Must be nice. Na gut, macht man nix. Okay, ich krieg eins eben rein. Legt er mir wieder Futter hin, was ist diesmal nicht so blöd. Liegt nur eine Backrow. Ich muss nur ein Monster haben, was darüber kommt. Call. Call kann hier sehr helfen. Ich habe nämlich... Problem ist halt Oppression. Er macht Call natürlich actually nicht. Obwohl, ich kann Oppression ja mit Dust Tornado schießen. Okay, dann macht Call doch was. Nicht, wenn Dust Tornado kommt. Und ich überlege jetzt nicht, ob das jetzt einfach... Hier traps dann, ne? Das traps dann nicht actually hier. Ich will den Call behalten. Ich will den Call auf jeden Fall behalten. Der ist ja sehr, sehr wichtig. Ich kann mit Dust Tornado Oppression wegschießen, dann kann ich callen. Und dann kann ich hier nämlich wieder reinkommen. Ich glaube, dafür ist der sehr, sehr notwendig. So, wir kriegen jetzt hier 1-7-1. Keine 4 vor der Backrow, wo ich die gerade beschützt habe mit Traps dann. Auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall. So, mir gehen ein bisschen die Lebenspunkte aus. Das ist nicht so geil. Oh, halt ein Monster war stark. Ich kann halt in den Cyber Dragon callen und dann bin ich halt wieder voll drin. Das ist so ein bisschen das, was ich hier auch machen will. So, und jetzt können wir hier nämlich anfangen zu spielen. Vor allen Dingen, wenn ich ein Prisma sehe. Oh ja, mit Prisma ist das absolut huge. Ja. Dann holen wir den Prisma. Prisma-Effekt. Weil jetzt kann ich ja mit Coin wie so ein Gyzar-Play machen. Das ist richtig nice. Vivir Gyzarus und Mil Bestiari. Grave. Und dann würde ich gerne so Target Bestiari. Dann wird jetzt Oppression gechained und dann chain ich das. Okay, nee, da kommt Oppression und dann chain ich das. So, weg damit. Da habe ich keine Lust drauf. Die 800 nimmt er noch mit. Dann kommt jetzt hier der Bestiari. Die beiden shuffle ich ins Deck. Okay, Gyzarus. Gyzarus-Effekt. Pop den und poppe ich mein Call. Nee, Call lasse ich auf dem Feld, ne? Kein Grund, den zu poppen hier, ehrlich gesagt. So, zwei, warum 700? Zuvor, not 700, ja, danke schön. Okay, nehme ich den Wario, nehme ich den Bora raus. Was macht der da? Den, was macht der da? Ist gerade ein bisschen behindert, mein Gegner, aber ist okay, passiert. Also ich hole auf jeden Fall Retiari raus. So viel steht fest. Frage ist, was nehme ich raus? Also ich gehe auf jeden Fall in Aquari Retiari. Ich glaube, das ist obvious. Wenn DB mich lässt. Ja, tut er jetzt auch. Der Wario macht gerade weniger als der Bora. Der Bora ist halt Futter für Blizzard. Deswegen nehme ich den Bora raus. Wario macht nichts, wenn er keinen Follow-up dazu hat. Okay. So, ich habe immer noch Mindcrush, was ich jetzt zünden kann, aber ich habe halt gerade überhaupt keinen Anhaltspunkt, was deine Hand sein könnte. Storm. Okay. Mindcrushe ich hier blind? Wenn ja, auf was? Hard read ich jetzt irgendwas in der Hand. Ich würde nur eine Quest verlieren. Bin gewillt, es zu machen. Ich gehe jetzt ja auch hard read auf den Shura. Ich probiere es, Shura. Vielleicht treffe ich ja. Außerdem sehe ich die Hand so. Das ist mir den Gladiator wert. Da, ah, verdammt. Alles andere. Sirocco, Gale, Kalud. Ich glaube, ich bin tot. Das ist ja wirklich alles außer Shura. Verdammt. Ja, das verliere ich dann jetzt. Ich glaube, er kann mich jetzt einfach töten. Ich habe überlegt, ob ich Sirocco oder Shura sage. Sirocco gesagt, ja, er hat trotzdem alles, ne? Kann jetzt hier noch schön den Retiari halbieren und ja, ist bin halt einfach dead. Einfach Sirocco aufpumpen, Kalut abwerfen, habe ich verloren. Ja gut, schade. Pumpt ihn auf. Jupp. Deck ist fein. 3-3 auf 600. Nein, okay, dann ist das Game. Schade, ich dachte, vielleicht vergisst das. Gut. So. Ja, war kacke. Wo ist der Punkt schiefgelaufen? Ich habe halt einen sehr langsamen Start gehabt. Und die erste Oppression tat halt ziemlich weh und dann kam lange nichts nach. Ja, und dann hat er halt eine sehr, sehr gute Hand gehabt.
Hätte ich Scirocco gesagt, statt Shura, wäre das actually ziemlich nice gewesen. Aber es war ein Versuch. War auf jeden Fall, glaube ich, richtig dazu mindcrushen. So. Ich hab Prisma Tiger, das ist nice. Jetzt machen wir mal BTH und Dust. Wenn er stormt, macht er zwar plus 1, aber die beiden zu haben, ist eigentlich relativ nice. BTH haben einen Wirbelwind zum Spielen, Dust genauso. Und das halt auch, um irgendwie einen Ikarus zu schießen in ein Fest oder so. Und kriegen halt einfach natürlich den Storm. Wenn man den halt hardrot, dann hardrot man den. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Wenn jetzt ein Blackwing plus Wirbelwind hat, kann ich immer noch versuchen, mit Cyber Dragon mit dem Blackwing zu rennen. Und wenn er das irgendwie verhindert, kann ich dann in Prisma Tiger gehen. Also ich habe auf jeden Fall Follow-up. Natürlich, also der Hardrot Storm ist halt sehr, sehr bitter hier. Hat er den nicht, dann ist das relativ nice. Dann habe ich auf jeden Fall genug Setup. Okay, es ist ein Set-Monster. Ich werde auf jeden Fall versuchen, um den Ikarus rumzuspielen mit Cyber Dragon. Nee, muss ich gar nicht. Ja, dann gehen wir einfach jetzt auf den Prisma-Planer. Ja, dann gehen wir jetzt einfach Hardcore rein. Ich heb mir den Cyber Dragon auf als Backup. So, Reveal. Mill den Bestiari. Wo ist der Bestiari? Da ist der Bestiari. Two Grave. So, Special Tiger. Gucken, ob wir mit einer Krähe den Hard Punish kriegen. Kann sein, muss aber nicht sein. So, Darius, die normale Tiger-Kombo. Darius, Special Bestiari, Top Deck. Special Gesarus, pop den Vayu oder was ist das? Vielleicht ist auch ein Raikou oder ein Hamster oder so. Das ist ein Snowman. Die Leute hören nicht auf, gegen die Snowman zu boarden. Das ist halt keine gute Karte gegen Gladi, weil du entweder schießt oder weil du Streitwagen hast. Das ist so das Ding. Jetzt gehe ich einfach in Doppel-Aquari. In die Claire. Zurück ins Extra. Und dann gehen wir hier in Doppel-Aquari. So, ich habe jetzt Mindcrush wieder. Mal gucken, ob ich damit diesmal ein bisschen mehr machen kann. Ich brauche jetzt aber auch nicht im Storm rumspielen, denn Storm ist raus. So, L'Aquari. Set. Prison und... Och Mann, ich hasse mein Leben. Warum passiert mir das heute immer? Ich hasse das, meine Backroad zu revealen. Das ist so nervig. Naja, ist egal. Ist halt einfach Dummheit. Muss ich zustehen. Gut, dann versuche ich mal jetzt irgendwie von seiner Place zu hard readen, was halt oder bleiben könnte. Special Cyber Dragon. Das ist fein. Einfach ein Gale hard readen, das wäre. Aber Gale macht mir ja nichts. Er hat sogar wirklich den Gale. Ich habe drüber nachgedacht, ob ich den hard reade. Wahnsinn. Okay. Gale halbiert jetzt aber, der halbiert Grund-ATK. Nein, halbiert das die Current-ATK. Also 1,50 und 200. So, dann macht das mal. Kannst du gerne tun. Geht er jetzt in Stardust? Das wäre nice. Weil dann könnte ich den Prison. Das wäre ziemlich nice. So. Immer noch den Mindcrush im Hintergrund. Dass ich hier vielleicht irgendwo versuche, irgendwas zu snipen. Ach Mann, ey, ich hab überlegt, den Gale zu hard readen. Okay, er geht in den Achter. Vielleicht kommt auch jetzt kein Angriff. Geht ins Fort Ruler. Oh, den kann ich, Das ist nervig, weil der kann meinen Prison negieren. Okay, das ist anstrengend. Ja, und er weiß ja, dass ich nicht irgendwie Prison Bus carried habe, weil ich die Minecraft revealed habe. Das ist ärgerlich. Okay, der ist nervig. Er ist sehr, sehr nervig. Tatsächlich. Doof. Jetzt hier irgendwie random Minecraft bringt es auch nicht. Geht über den nicht halbierten rüber. Ich krieg 600. Er gained 1,8. Müsste 1,8 sein, naja. Es ist zwar Original ATK, aber er wird dann ja durch Kampf zerstört. Ich meine, ich glaube, so funktioniert das. Okay, ja, das Problem ist ja wirklich, dass ich nichts gegen den Fortuler mache. Und das ist ein bisschen anstrengend gerade. Dagegen ein Out finde, ich finde gerade kein Out dagegen. Ich kann auch Storm gleich zur Not. Ja, jetzt Shura hard readen wäre auch eine Möglichkeit. Guck den Friedhof, ja, guck den Friedhof. Warum könnte reingucken? Maybe Blizzard. Er könnte wegen Blizzard reingucken, theoretisch. 6,1,8.
Plus 1800. Hat er vielleicht einen Blizzard? Hm. Muss noch ein Out gegen Fortruler finden. Ja, es könnte ein Anfang sein, sobald ich entweder einen Carriot finde oder einen Tiger. Tiger wäre jetzt halt schon wieder super. Weil der Fortruler negiert nur Spell Traps, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Okay, komm, gib mir den Tiger. Doppelprison. Effekt ist nicht once per turn. Das ist ja lächerlich. Was ist denn das? Kein once per turn Effekt. Der Wahnsinn. Mein Gott, das ist ja richtig broken. Oh, altes Card-Design, ey. Kein once per turn. Noch ein Omni-Negate, also ein permanenter Negate. Nicht gut. Noch einer. Das ist echt nicht gut. Special Cyber Dragon. Ich muss jetzt ja irgendwas versuchen. Das ist nicht cool. Das verlieren wir gegen Fortwooler hier. Was wird wieder ein 1-2 leider. Oppression. Okay, gut zu know, dass da eine Oppression liegt. Gut. Oh, nur Storm und ich könnte wieder reinkommen. Nicht Storm, Tiger. Dass mich der Fortruder so komplett zerstört, ist halt echt bitter. Geht auf die Mindcrush. Was hat wie dich jetzt in der Hand? Geh jetzt auf Shura. Jetzt auch Shura. Ich muss ja irgendwie Plays machen. Komm wieder nicht, Mann. Unlucky, ey. Blizzard, Brain, Bora. Das hätte immer alles außer den Shura. Das ist unlucky. Ja, dann darf er jetzt eine Karte wählen. Die einfach geflickt wird. Dicke Karte. Doof. Nicht in der Quest. Oh. Wie ist das denn die 5? Das macht gar keinen Sinn. Ja, das ist damit das Game Over. Das haben wir nicht gebraucht. Ja. Ich bin sowieso tot. Ich muss da irgendwas versuchen. Deshalb. Ich meine, treffe ich dann. Ist halt ein Glücksspiel. Ich habe tatsächlich den Blizzard erraten, weil er in den Friedhof geguckt hat. Aber der Blizzard bringt ihm jetzt ja gerade nichts. Deswegen wollte ich nicht Blizzard sagen. Ich wollte schon was hitten, was halt was bringt. Deswegen habe ich da Bora gesagt. Shura gesagt, hätte ich Bora gesagt, hätte ich den Bora genommen. Hätte ich den Archfiend nicht geoutet. Das ist so kacke, Mann. Der dämliche Archfiend. Das ist nur der Archfiend gerade. Alles andere, und dann ging das zu Blitz, einen Effekt zu resolven. Würdest du bitte deine Lebenspunkte gainen? Dankeschön. Lies deine eigenen Karten, Junge. Ach, Mann. Da ist der Tiger aber zu spät. Eine Runde zu spät, weil er den Storm gehittet hat. Ja, feels bad. Er ist halt eindeutig der bessere Spieler, was soll ich sagen. Er ist halt eindeutig der bessere Spieler. Kriegt noch den Dust Tornado raus. Hätte ich den Storm noch gehabt, hätte ich das gewonnen. Shit, da hätte ich mal nicht gemeincrushed. Und der Bora, das ist okay. Greift damit Bora an. Muss ich prison, weil sonst bin ich tot. Also weg damit. Versuch's halt einfach. Versuche irgendwie im Spiel zu bleiben. Man könnte jetzt Icarus chainen. Nö, kommt nicht. Dann greift er jetzt über den Quest an. Der gaint wieder 1-6. Warum ist das halt immer so lucky von ihm? Ja, ich muss da nicht mindcrushen, aber ich hab... Oh, Junge! Please resolve your card. It start to annoy me. So, muss mal. Ja, mit Oppression ist das scheiße. Ja, keine Ahnung. Der Tiger, pass. Mann, ey. Das ist Mandatory-Effekt, ne? Ja, das ist Mandatory, deswegen. Kalut, ja, das war's. Das war's, hätte ich den Prisma gesetzt, hätte ich auch nicht gelebt. Ach, das ist bitter. GG. Naja. Schade. Wieder ein 1-2. Also es bleibt dabei, das Deck scheint mir nicht zu liegen. Das Deck scheint nicht für mich zu funktionieren. Ich denke, im nächsten World to Edison Part werde ich nochmal versuchen, das Deck ein bisschen anders zu bauen. Gucken wir mal. Danke euch fürs Zusehen und bin raus für heute. Die Terminal out und ciao.